ab nach Stuttgart, um endlich mal ein paar deutsche Trails für euch zu checken. Und wir werden erwartet von Peter Walker. Peter arbeitet nämlich für das Enduro-Mac. Die sitzen bei Stuttgart, das heißt, er kennt sich auf den Trails bestens aus. Herzlich willkommen im Enduro-Office. Geil. Junge, lass uns mal eine Kaffee machen. Ah, ja. Die haben wir gesehen. Der Rest der Redaktion. Wir gehen mal in die Richtung. Bevor wir mit der Roomtour beim Enduromac weitermachen, möchte ich noch kurz sagen, wo ich Peter kennengelernt habe. Peter ist nämlich Redakteur fürs Enduromac und ich habe ihn beim Presscamp von Santa Cruz kennengelernt und er meinte irgendwann, hey Jasper, komm doch mal nach Stuttgart, wir gehen zusammen Trails fahren und genau so ist dieser Trip überhaupt entstanden. Hier ist unser Konferenzraum, Meetings, Mittagessen, Schulungen, was man so machen kann, die neuesten Printausgaben. Hier gibt es die ganzen Mountainbike-Hoodies. Das ist wahrscheinlich so der Traum von jedem von euch, einfach so ein Schrank mit High-End, neuesten Klamotten, alle Farben, alle Größen, egal was man braucht. Da braucht man auch einen Helm dazu, wie gibt's hier, Helme, Rucksäcke. Bist du jetzt für Fotoshootings oder zum Testen? Genau, nö. Nee. Also oft kommt das Zeug zum Testen rein. Hat dann ihren Test überlebt und bleibt dann für Fotoshootings. Wird dann immer wieder rausgenommen für Enduro und E-Mountainbike. Oh, hier wird gearbeitet. Ja, vielleicht müssen wir gleich wieder kommen. Die eigentliche Redaktion, die arbeitenden Kräfte. Warum Jasper Jauch als Influencer überschätzt ist. Was? Punkt 7 wird dich überraschen. Erster Mann für die Witze. Okay, gut. Gehen wir weiter. Tschüss für die Goodies. Später. Ciao. Später. Nicht sonderlich aufgeräumt, aber viel Geld. Hängend an der Wand. Wir haben nächste Woche einen großen Test. Deswegen gibt es hier, ich schätze mal, gerade 15 Trailbikes. Hier sind die Ladestationen von den E-Bikes. Bisschen Werkstatt. Ersatzmaterial, Putzzeug. So. Wie hängt ihr die Bikes auf, das System? Zeig mal, das sind schon viele Leute. Eine große, lange Schiene an der Decke. Einfach eine lange Schiene. Und du hängst einfach bloß das Vorderrad da oben ein. Und du kannst prinzipiell die Dinge einfach so ein bisschen verrutschen. Und dann drehen wir halt alle Lenker, machen so ein bisschen. Ich hab das Fahrrad. Du kannst den Haken wieder einhängen. Da waren wir stehen geblieben, dann kannst du das einfach ganz easy. Dann gibt es so einen Foam-Schutz, damit die nicht aneinander dengeln. Aber nichts für die Reviews. Nö, aber ich meine, die Räder hängen hier teilweise mehrere Wochen. Ich meine, die werden jetzt in den letzten 4 Wochen angeliefert worden. Nächste Woche geht's los. Das heißt, die hingen hier jetzt 4 Wochen lang, werden getestet und dann vielleicht noch ab und zu mal rausgenommen. Aber man muss sie jetzt nicht jeden Tag raus und reinhängen und somit funktioniert das schon ganz gut. Die Chefetage. Max, Jasper, Jasper, Max. Hier noch die eigene Küche. Dein Hundewoll wird schon das Essen. Oreo! Böse! Manne, der sich versteckt. Und Susanne. Manne ist unterwegs. Hi! Hi, grüß dich. Manne ist geflohen mit dem Fahrrad. Wie viele Leute habt ihr hier? 10. So, 10 bis 12 Leute, je nachdem. Wer gerade nicht auf Produktion ist, wer gerade nicht irgendwie im Urlaub oder sonst irgendwas ist. Ja. Gut. Robins Büro. Ja. Kies aus. Ja. Hey! Schönes Telefonat. Justin, nee, cool, passt. Moinsi.
Moin. Hallo. Das ist Roman Schmidt. Roman kenne ich bereits seit über 10 Jahren. Der ist früher auch selber Downhill-Rennen gefahren, hat dann das Online-Magazin Mag41 gegründet und daraus ist dann relativ schnell das Enduro-Mag geworden. Mittlerweile hat Robin 4 Magazine und dieses Redaktionshaus. Alle Einzelheiten über das Magazin und was da so abgeht, erfahrt ihr aber in Kürze in dem Podcast mit Peter Walker, den ich in diesem Vlog auch noch aufgenommen habe. Der kommt allerdings erst ein bisschen später raus. Was ist hier los? Hier wird eigentlich täglich meditiert, mittlerweile nicht mehr ganz so häufig. Genau, aber prinzipiell täglich. Ja. Ah. Nur halbe Stunde. Respekt, cool. Der Baseballschläger steht da auch nicht mehr zu. Genau, der Baseballschläger ist halt irgendwie für die Leute, die so ein bisschen meinen. Wenn ich beim Meditieren dann stören. Ja, genau. ja. Cello steht da so zur Deko, das spiele ich einmal im Jahr noch. Okay. Genau. Aber generell machst du viel. Ja, ist. Obligatorische Trailbanane, aber wir ziehen uns jetzt um. Und den Mountainbiker hier in Stuttgart. Fahren wir los. Guten Hunger, bis später. Ciao. Oh, ich habe meine Trinkflasche vergessen. Stuttgart, Trails unsicher machen. Wir waren ja in Leonberg und fahren jetzt Richtung hier links. Aber wie heißt die Ecke, wo wir hinfahren? Das ist ein Schloss Solitude. Das wollte ich eigentlich heute Morgen noch googeln, um dir irgendwelche coolen Facts rauszuhauen. Aber? In Wirklichkeit habe ich es noch nicht getan. Gut, dann müssen wir nachher noch googeln. Und währenddessen ihr gerade schon die ersten Fahreindrücke mit ein bisschen Hintergrundmusik hört, fragt ihr euch bestimmt, hey, wo ist der verdammte Sound von der GoPro? Und genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, wo ist dieser verdammte Sound von der GoPro? Es tut mir mega leid, aber mein Media Mod wollte nicht so richtig. Grüße gehen raus, vielen Dank GoPro dafür. Anyway, wir müssen jetzt irgendwie damit leben und uns durch dieses Video mit viel Musik und vielleicht auch ein bisschen Text basteln. Der erste kurze Trailer hat auf jeden Fall schon mal mit engen Switchback und ein paar kleinen Jumps abgeliefert. Und das war auf jeden Fall schon mal vielversprechend für das, was noch kommen sollte, denn die Conditions waren absolut prime. Der zweite Trail war, glaube ich, mit einer meiner Favoriten. Er war super schnell, viele offene Kurven mit Wurzeln drin, aber auch ein paar Jumps und so Senken, wie so eine Art Rollercoaster. Aber wie nach jedem Downhill heißt es auch wieder Uphill. Glücklicherweise hatten wir jedoch die E-Bikes dabei. Das war eine richtige Entscheidung. So konnten wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Trails rund um Stuttgart entdecken. Diese kleine Uphill-Challenge über die Stufen und danach dieses Steilstück fand ich ziemlich witzig. Die Stuttgarter unter euch können ja mal erzählen, ob sie es auch schon mal probiert haben oder ob sie schon hochgekommen sind.
bei diesem mega flowigen Trail war ich krass überrascht, wie viel Liebe im Detail in diesem Trail steckte. Da war wirklich viel Arbeit drin und das war spürbar. Der Trail hat richtig viel Spaß. Das hier war der Sandkasten von den Trails. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Schiss, in den Kurven die Bremse zu betätigen, weil es Hardpack und drüber so eine ganz kleine Staubschicht war. Es war tatsächlich für Mitte April schon extrem rutschig. Die Locals von euch werden es wahrscheinlich kennen. Wir haben beim Bärenschlüssel unser Mittagessen verköstigt und klassisch badisch oder schwäbisch gab es Maultäschle. Und bei diesem Teil hatte ich noch einen schönen Part in die GoPro gesprochen, wo ich erzählt habe, dass diese Area, an der wir da gerade runtergefahren sind, mich ein bisschen an das Dropland im Deist erinnert hat. Das war so eine Art, Step-Down, Step-Up Canyon, bei dem ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren. Der View über Leonberg, bevor es über den Rampage Drop von ungefähr 1 Meter Höhe Richtung Stadt geht, um dann wieder zurück zur Redaktion zu rollen. Wir sind on air. On air kennen wir ja jetzt. Wir haben nämlich gerade noch eine Dreiviertelstunde Podcast aufgenommen. Der kommt aber später raus als dieses Video. Also ihr müsst euch noch gedulden. Aber ein bisschen Insights über die Arbeit beim Enduromag von Peter Walker. Vielen Dank für die Trails, Peter. Kein Problem. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Mega cool. Wir beenden das Ganze hier. Sagen danke fürs Zuschauen und die Leute müssen den Kanal abonnieren. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau. Und Enduromag. App. Es gibt eine App vom Enduromag, das wolltest du noch mal Werbung machen. Wir haben eine App, die man kostenlos runterladen kann. Genau. Aber auch eine Website und einen Instagram-Account. In der App gibt es quasi diese Online-Ausgaben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.